Ja, ciao zusammen, das ist der Roger. Da freue ich mich natürlich riesig, oder, hier können, zugeschaltet zu sein, oder, und den zwei Legenden vom FCA auch natürlich können gratulieren, oder, für alles, was sie gemacht haben und auch erreicht haben, natürlich, oder, natürlich nicht so viel wie ich, oder, aber es war immer noch gut gewesen, oder. Freue mich natürlich riesig, euch wieder mal können zu sehen, dann auch, oder, und, ja, macht's gut und, bleibt gesund, bis bald, tschüss zusammen. Ja, gut, da schaut's her. Ja, ich bin's, der Käse. Der liebe Gott des Fußballs, die Angela Merkel des runden Leders, der heilige Vater der runden Haut, richtig, ja. Ja gut, ich grüße den Alfred Schmid, ja, herzlichst, ja. Auch bekannt als Gypsy King. Ja, warum Gypsy King? Ja, weil er früher in seinen jungen Jahren, ja, das ist mittlerweile auch schon knapp 100 Jahre her, ja. Ja, der hatte mal mit Freunden, hatte er einen Club gegründet, ja, der hieß eben damals Gypsy Club, ja, genau. Und darum, da mag ich mich noch gut dran erinnern, richtig, ja, da haben wir richtig die Korken knallen lassen, genau, ja. Und Alfred, ich wünsche dir und deiner Familie für die Zukunft alles Gute, beste Gesundheit und natürlich, wie immer, viel Spaß. Servus. Ja, hallo zusammen, da ist der Jeff, der Chef. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und dem Roger und dem Freddy alles Gute zu wünschen für die Zukunft. Und danke vielmals, dass ich gefühlt etwa 22 Mal Trainer vom FCA sein durfte. Das ist wirklich unglaublich. Aber das erstaunt mich nicht, weil der Roger hat mittlerweile den Ruf, der CC von der Deutschschweiz zu sein. Aber das ist auch klar, er hat eine Liebe zum Wallis, er hat dort ein super Hotel in Bellwald, wo wir schon auch ein paar Mal im Trainingslager waren. Leider hat es dort keinen Fußballplatz in der Nähe, aber wir haben immer schön Mikado gespielt, Monopoly, Unterwasser-Pingpong oder Perlentauchen oder sonst irgendwelche Sachen. Ab und zu haben wir auch ein bisschen auf der Harfe gespielt oder ein bisschen Halma, je nachdem, was wir gerade Lust hatten. Aber trotzdem sind wir gleich erfolgreich gewesen, wir hatten eine super Saison gehabt. Und ich habe immer gern beim FCA auch geschafft, immer das Herz für den Verein. Und trotzdem ist es Bruch gegangen, aber ich bin immer wieder gekommen wie ein Boomerang. Und darum freue ich mich riesig jetzt, dass die zwei endlich weg sind und dass der Neuanfang kann starten. Und ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute, macht's gut, euer Jeff Le Chef. Ja, hallo zusammen, da ist der Hakan Yakin. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was ich jetzt gerade hier mache. Moment schnell. Hakan, nicht als Kritik, Hakan, als Anregung. Ja, ich weiss schon, aber wie heisst der? Geisbock? Geisberger? Ah, Geisberg, okay. Ja, der Fred ist mit, kenne ich, oder? Ich meine, auch der Geis... Wie, Geisbock? Geisberger kenne ich halt wenig gut, oder? Aber ja, eigentlich habe ich mich... Ich weiss ja, ihr hört jetzt auf, aber ich wollte mich eigentlich bewerben, weil ich glaube, ja, der Muri ist auch nicht mehr lang bei Schaffhausen. Alfred Schmidt, ganz offizielle Anfrage, könnte ich bei Ihnen vielleicht am Morgen die Stahlschicht übernehmen und den Schöfli hüten? Das würde ich eigentlich noch gerne machen. Und ja, aber wenn ich Sie halt nicht mehr sehe, ich wünsche euch alles Gute, Herr Schmidt und Herr Geisberger. Alles Gute. Adieu. Ja, grüß Gott, da spricht dort mein Hitzfeld. Und ich werde natürlich die Gelegenheit nutzen und dem Roger und dem Freddy natürlich für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Es ist natürlich aber auch klar, dass der Wechsel absolut notwendig ist, weil beide haben ja die Zukunft praktisch hinter sich. Und darum ist es absolut gut, dass jetzt neue Leute ans Ruder kommen. Aber trotzdem, Freddy und Roger, ich würde es natürlich begrüßen, wenn ihr mal auf Engelberg kommt zu mir an ein Golfturnier. Und dann können wir bei einem Fläschchen Weißwein über die guten alten Zeiten beim FC Aarau reden. Ich habe dem Verein auch einiges zu verdanken natürlich. Ich habe dort meine Trainerlaufbahn starten und immer eine super Zeit gehabt. Und darum, euch zwei für die Zukunft alles Gute, macht's gut. René Weiler. Ich habe mir lange überlegt, hey, ob ich etwas sagen soll oder nicht. Aber hey, spinnt ihr eigentlich? Hey, aber bin ich dann bescheuert? Hey? Ja, aber das gibt's ja nicht.
Hey, Fußball ist eine Laufsportart. Da kann man doch nicht einfach nur gehen. Das ist ein Kuh gehen. Immer im Wechsel. Und nicht einfach nur gehen. Hey, da bekomme ich Schub über. Schub, hey. Hallo? Aber trotzdem, hey, macht's gut. Ja, Roger Geisberger ist natürlich einer der größten Sportler überhaupt in der Geschichte. Was nicht schwer ist mit 2,35 Meter. Ja, aber trotzdem, der hat immer wieder probiert, sich tagtäglich weiterzuentwickeln und immer noch mehr wollte und immer wieder permanent diesen Druck aushalten musste, die Herausforderung immer wieder angenommen hat. Das ist schon großartig, was er geleistet hat und natürlich auch für den Verein viel getan hat, obwohl er jetzt nicht irgendwie außerordentlich erfolgreich war, aber trotzdem immer wieder probiert hat, den Verein weiter voranzutreiben und sich selber natürlich da immer wieder vor die Mannschaft und auch vor dem Verein stellte. Das war schon großes Kino. Und der Höhepunkt war natürlich dann in den Trainingslager, als er dann selber zwischen die Pfosten stand. Das war immer wieder auch hervorragend, muss ich ehrlich sagen. Das war ein unglaublicher Athlet. Ja. Bis dann das eine Torschusstraining, sage ich mal, zu viel für ihn war, als er dann die schwere Verletzung zugezogen hat, als er sich zwei Rippen brach, indem er auf den Ball geflogen ist. Ja. Und dann lag er da wie so ein alter Sack, wie so eine alte Forelle, die nach Luft schnappte. Ja, aber er ist immer wieder aufgestanden und hat gesagt, immer weiter und das hat er getan. Ja, Eier, wir brauchen Eier und das hat der Roger gemacht und darum weiterhin alles Gute und viel Glück.